San Diego, Kalifornien. Hier geht es um das perfekte Licht für das digitale Zeitalter. Ein internationales Megaprojekt. Wir sind da, wo ASML, Hersteller von EUV-Lithografie-Systemen, seine Strahlquellen entwickelt und produziert. Seit ich von der Forschung an der Universität zur Industrie gewechselt bin, war ich an großen Entwicklungsprogrammen beteiligt. Aber das hier ist mit absolut nichts vergleichbar. Ich finde diese Entwicklung extrem bedeutend. Am Anfang stand nur ein Evolutionsschritt für die Fertigungstechnik von Mikrochips. Es wurde eine Revolution von langem Anlauf. Tau verkörpert perfekt meine drei Erfolgsregeln. Nie aufgeben, nie aufgeben, nie aufgeben. Ich bin Yijing Tao, Entwicklungsingenieur für EUV-Quellen. Alex ist clever. Er versteht die Technologie. Alex Schafgans, ich leite die Programme Performance und Entwicklung von EUV-Strahlquellen. Danny ist das technische Oberhaupt. Mit ihm arbeitet wohl jeder gerne. Er hat immer ein Lächeln im Gesicht. Und bei ihm geht es einfach immer um Technik. Ich bin Danny Brown, Leiterentwicklung EUV-Strahlquellen in San Diego. Immer kleiner und leistungsstärker sollen sie sein, die Mikrochips der Zukunft. Jetzt lassen sich dank der neuen Generation von Lithografiesystemen erneut kleinere Strukturen erzeugen. In der Verkleinerung liegt der Schlüssel zum digitalen Fortschritt. Immer kleinere und immer leistungsfähigere Halbleiterchips bedeutet, wir müssen bei dem Lithografie-Schritt, der Licht nutzt, immer kürzere Wellenlängen einsetzen. EUV ist aktuell die jüngste Lichtquellengeneration. Um es kommerziell nutzbar zu machen, braucht man eine Lichtquelle mit genug Leistung bei dieser extrem kurzen Wellenlänge. 13,5 Nanometer, fast weiche Röntgenstrahlung. Für uns begann es damit, wie man bei dieser Wellenlänge die geforderte Leistung für Lithografie erzeugen kann. Die Leistung stellt ein speziell hierfür entwickelter Hochleistungslaser von Trumpf. Die Laserpulse sollen Tropfen Zinn in heißes Plasma verwandeln, das mit 220.000 Grad Celsius 40 mal heißer ist als die Sonne. Dieses erzeugt die EUV-Strahlung. Aber wie geht das? Winzige Zinntröpfchen werden eingeschossen. Es folgt der Laserbeschuss. 100.000 Mal pro Sekunde. Ein vorlaufender Laserpuls trifft präzise das Tröpfchen, formt es zu einem Pfannkuchen. Der zweite Beschuss transportiert die Leistung und es entsteht das Plasma. EUV-Licht wird freigesetzt. Wir sind stolz auf die von uns erreichte Konversionseffizienz. Diese beschreibt, wie viel von der Laserleistung, die das Plasma erzeugt, letztlich in das EUV-Licht umgewandelt wird, welches die Fotolithografie braucht. Sie gibt an, wie effizient der Prozess ist, wie effizient das Plasma ist. Ohne hohe Leistung keine Produktivität, keine EUV-Lithografie, keine leistungsstärkeren Chips. Anfangs erzeugten wir nur wenige Watt an EUV. Es schien beinahe unmöglich, die vielen 100 Watt zu erreichen, die für eine kommerzielle Nutzung nötig sind. Aber dank der Kombination aus vollem Einsatz, Innovation und harter Arbeit konnten wir die Leistung schließlich doch steigern. Es war spät abends, ich glaube der Abend vor Weihnachten. Wir treten an einem Knopf, der einen der wichtigsten Parameter verändert, und sahen in Echtzeit dabei zu, wie das System zum ersten Mal überhaupt auf deutlich über 200 Watt anstieg. Es war so ein aufregender Moment, das vergesse ich nie. Der Durchbruch für eine vollkommen neue Generation von Mikrochips ist geschafft. Seit Ende 2019 steckt EUV-Technik in Smartphones und Tablets. Doch vor allem Technologien wie autonomes Fahren oder künstliche Intelligenz brauchen immer schnellere und leistungsfähigere Mikroprozessoren. It is amazing to learn the challenge. Eine unglaubliche Erfahrung. Man entwickelt ein Konzept, man erprobt das Konzept und geht den Weg bis hin zur Produktion. Ein großartiges Gefühl. Das Ergebnis? Eine der komplexesten Maschinen der Welt.
Wie Edison schon sagte, Innovation ist 1% Inspiration und 99% Transpiration. Das trifft es ziemlich gut. Es war enorm viel Arbeit, um EUV zu verwirklichen. Aber vor allem brauchten wir diesen innovativen Funken, um die entscheidenden Entdeckungen zu machen, um dann loszulegen und unsere Ideen in die Praxis umzusetzen. Eigentlich ein Ungetüm von einer Maschine, aber extrem attraktiv für die digitale Welt. ASML hat bereits mehr als 100 der neuen Lithografie-Systeme verkauft. Schon komisch. Wenn ich so zurückblicke, wirkt alles so einfach. Du hast immer gesagt, warum braucht ihr so lange? Stimmt, das habe ich echt oft gefragt. Jede gute Erfindung erscheint einfach. Frag das jetzt bloß nicht nochmal.